In langen Reihen marschieren die Kämpfer der kurdischen Untergrundorganisation PKK über die Anhöhen der nordirakischen Berge. 3 Jahrzehnte lang haben die kurdischen Aufständischen Krieg gegen den türkischen Staat geführt. Nun herrscht endlich Waffenstillstand und die PKK zieht ihre Kämpfer aus der Türkei in die autonome Kurdenregion im Nordirak zurück. Dort kontrolliert die PKK die Bergketten entlang der Grenze zur Türkei und zum Iran. Der Rückzug der Guerilleros in ihre Basen ist Teil eines Abkommens, das die PKK mit der türkischen Regierung geschlossen hat. Doch der Friedensprozess steht auf des Messers Schneide, denn die PKK ist unzufrieden mit den Zugeständnissen, die die türkische Regierung den Kurden gewähren will. Die Presse war mit den PKK-Kämpfern in den Bergen unterwegs. Im Hauptquartier der Untergrundorganisation traf Pressereporter Wilan Schneider den PKK-Militärchef Murat Karayan, der nur äußerst selten Interviews für ausländische Medien gibt. Es gibt jetzt täglich Proteste in Istanbul, in Ankara. Haben Sie Sorge, dass diese Proteste in der Türkei den Friedensprozess beeinträchtigen könnten? Nein, bu arada noch ein ters etki yani çıban doğru bakı. Yani na pivisya Türkiye bir demokratik bu nehiye. Ev tıştı kulli İstanbul ve Ankara ul deveri Türkiye dindi ve yani Gezi Parkı tıştı kudes pibi asasen dokhaziya ki demokratik bu neye çünkü dokhiye ki hükümete ve ki müdahale sahaya jiyana vankir و ولو هنگ تشت جوردا بیلیار گرت و دا پیش لهمبر و تبکیه یعنی از بار ناکم وک پیواجو خراب تاثیر بکی Einst zogen die Männer und Frauen der PKK für eine Abspaltung von der Türkei und einen unabhängigen Kurdenstaat in den Kampf. Und heute? Yani peşeruje da azabın o Kürt hiye, serhabın o Kürt hiye ama devlet o Kürt hem ki nakit eder. Yine tev devlet hem dışına. Statt auf ein Land Kurdistan setzt die PKK heute auf die Doktrin des demokratischen Konföderalismus, einer Art lokaler Selbstverwaltung, die sie bereits in ihren Camps in den Bergen praktiziert. Sie folgt damit den Vorgaben ihres Chefs Abdullah Öcalan. Er ist für die Kämpfer der PKK die unantastbare Führerfigur. Sie gestalten ihr Leben in den Bergen gemäß seiner Ideologie und seinen Befehlen. Doch er sitzt in türkischer Haft. Wie soll es mit ihm weitergehen? Yani önce koşulların düzeltilmesi lazım bizimle rahat ilişki için. Süreçteki rolünü oynaması için. Öcalan's Kämpfer werden in der Türkei nach wie vor als Terroristen gesehen. Und auch in der EU stehen sie auf der Terrorliste. Eğer ki Avrupa'cı püştavaniye bir prosesi burasıydı ki lazım PKK listi terörü der ki haya ki Avrupa PKK listi terörü der nekhi ام به اروپا باور نکن که براسی پشتوانی بکی Kommandant Botan ist 10 Tage lang mit seiner Guerilla-Gruppe aus seinem Einsatzgebiet in der Türkei in den Nordirak marschiert. Jetzt lagern die Kämpferinnen und Kämpfer in einem geheimen Sammelpunkt in den unwegsamen Metina-Bergen, direkt an der türkischen Grenze.
Für Kommandant Botan ist klar, wenn der Friedensprozess zum Stillstand kommt, werden er und seine Guerilleros wieder in die Türkei zurückgehen und erneut den Kampf beginnen. Doch er hofft, dass es nicht so weit kommen wird. 40.000 Menschenleben hat der Untergrundkrieg in der Türkei bisher gefordert. Nun gibt es zwar zarte Hoffnungen auf Frieden, doch von einer Lösung des Konflikts ist man nach wie vor weit entfernt.